Gräfenroda, Erfurt, Weimar, Buchenwald. Ein Ratespiel für euch, die ihr bei der Klassenfahrt dabei wart. Es ist ein Ratespiel, 10.000 Euro für jede Gruppe. Ihr kennt die Methode. Erst die Frage steigern und dann beantworten. Steigen wir sofort ein. Wie heißen die vier anderen neuen Bundesländer? Wir sind ja nach Thüringen gefahren. Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Und die Hauptstadt Thüringens, wir waren dort, sind mit dem Zug ab Dörberg hingefahren, heißt natürlich Erfurt. Und in Thüringen zu Hause, in Weimar aber dieses Mal, sind zwei ganz berühmte Dichter. Der berühmteste von ihnen ist hier links zu sehen auf dem Sockel vor dem Nationaltheater. Wie heißt er mit vollständigem Namen? Johann Wolfgang von Goethe. Und sein Kumpel, der wegen Goethe auch nach Weimar gekommen ist, ist Friedrich Schiller. Beides sind die Helden der Weimarer Klassik, die berühmtesten, die bekanntesten deutschsprachigen Dichter. Geschrieben hat Faust unter anderem ein Theaterstück. Es heißt Faust. Dort am Anfang wird Faust besucht vom Teufel, von Mephistopheles, der ihn verjüngt und ihm viele Abenteuer bietet. Faust hält ihn fest durch ein Pentagramm auf der Türschwelle mit den Spitzen nach oben. Der Aberglaube sagt, damit konnte das Böse gebannt werden, dass es nicht in das Haus kommt. Hier soll verhindert werden von Faust, dass der Teufel das Haus verlässt. Wie heißt das Pentagramm mit den beiden Spitzen nach oben? Trudenfuß. Das Gretchen, eine der Hauptfiguren in diesem Theaterstück Faust, fragt den Verführer und Egomanen Faust: Heinrich, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das ist die berühmte Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Religion? Margarete ist der vollständige Name. Gretchen Margarete. Bleiben wir einen Moment im Osten. Es gibt drei Vereine, die in der Bundesliga spielen. Wie heißen sie? Ja, zweimal Berlin, Hertha BSC und Union Berlin und Leipzig. Korrekt, Beifall. Nun endlich unsere Jugendherberge in Gräfenroda, mitten im Wald. Eine schöne alte Villa. Sie gehört einem Sportverein immerhin. Welche Sportart steht hier in der Gegend und bei diesem Sportverein im Mittelpunkt? Ja, korrekt. Biathlon. Biathlon. Nenne zwei weitere Sportarten. Entschuldigung. Zwei Sportarten werden beim Biathlon gleichzeitig betrieben. Skilanglauf und Schießen. Nenne sechs weitere Sportarten. Hier ist eine Liste von 10 Sportarten. Auf dem Bild zu sehen ist das Snowkiting. Also bei ordentlichem Wind sich von einem Drachen über die Piste ziehen lassen. Bleiben wir am Wintersport. Zwischen den Jahren, wie man sagt, um Neujahr herum bis Dreikönig, findet ein Turnier statt für Skispringer. Viele Leute, vielleicht die Älteren besonders, schauen sich das an. Es sind 4 Schanzen. Wie heißt dieses Turnier? Ja klar, ist schon halb verraten. 4-Schanzentournee. Es findet in Österreich und Deutschland statt. Zwischen den Jahren. Und dieser Zeitraum beginnt natürlich mit Weihnachten. Und super easy. Wann ist Weihnachten? Ja, Applaus! Am 25. Dezember. Wer am 24. gesagt hat, liegt daneben. Das ist der Abend vor Weihnachten, der Heiligabend. Nun, ein paar Daten im Kopf zu haben, neben Weihnachten, ist nicht verkehrt, dann verliert man sich nicht in der Weltgeschichte. An welchem Tag exakt ist zum Beispiel die Mauer gefallen? Am 9. November 1989. Und
der Staat, der damals begann unterzugehen, ein zweiter Staat auf deutschem Boden, hieß die Deutsche Demokratische Republik, demokratisch in Anführungszeichen, DDR. Hier Bilder vom Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Zwei deutsche Staaten entstanden nach der totalen Kapitulation am 8. Mai 1945. Drei von ihnen legten ihre Gebiete später zusammen und grenzten sich von der vierten ab. Welche vier Staaten gelten als die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg? Korrekt. USA, UdSSR, Sowjetunion genannt, England und Frankreich. Ja, wie nennt man die Weltanschauung, die in der DDR dann durchgesetzt wurde seitens der UdSSR, die im ganzen Ostblock vorherrschte, die abgetrennt wurde durch eine Mauer, die quer durch Berlin und dann auch durch Deutschland lief. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Es war natürlich der Kommunismus oder Sozialismus, Marxismus oder Bolschewismus. Heißt die Verhinderung von Privateigentum, die Zwangsbeglückung des Menschen durch den Staat. Wer steht Pate für diesen Sowjetkommunismus? Wer ist der Erfinder gleichsam? Wer hat die Bücher darüber geschrieben? Einer, der hier um die Ecke aus Trier stammt. Es ist Karl Marx. Der Sowjetkommunismus und der Nationalsozialismus, also die Nazis und die Sowjets, sind totalitär. Sie wollen den Menschen vollständig ergreifen und bestimmen. Auch das Innere. Den inneren Menschen gibt es nicht. Zwangsbeglückung, sagte ich, Ideen werden gewaltsam durchgesetzt. Es gab Lager in allen beiden Systemen. Wie heißen diese Lager im Nationalsozialismus? Verniedlichend eigentlich. Ja, Konzentrationslager. Okay, wir haben eines besucht. Wie heißt der Berg, auf dem das Konzentrationslager Buchenwald ab 1937 errichtet wurde? Ettersberg. Korrekt. Das Konzentrationslager Buchenwald lag direkt vor den Toren Weimars, der Klassikerstadt. Man konnte in dieses Gebiet auf dem Ettersberg am Sonntag spazieren gehen und Kaffee trinken. Und gleichzeitig in diesen Jahren, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, wurden dort Leichen verbrannt. Wie nennt man ein Gebäude, in dem Leichen verbrannt werden? Ja, Krematorium. Ist in Ordnung. Wer hat denn die Öfen gebaut, die in Buchenwald, auch in Auschwitz verwendet wurden? Topf und Söhne, korrekt. Wir waren da und haben die Firma Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, besichtigt. Ja, es ist ein Wahn zu denken, eine Sorte Menschen sei von vorn weg besser als die andere. Dahinter steckt die Erkenntnis, die wir alle heute teilen, dass der Mensch sich entwickelt hat. Von kleinsten Anfängen zu der Komplexität, die wir heute Mensch nennen. Das waren die Prinzipien der Selektion und Mutation, das Survival of the Fittest. So wurde es formuliert von Charles Darwin. Was bedeutet dieses Survival of the Fittest? Wie könnte man es übersetzen? Falsch, nicht das Überleben des Stärkeren. Nein, dessen, der am besten sich eingepasst hat in eine Nische. Es kann ja auch durchaus auch mal der Schwächere sein, körperlich gesehen. Der Mensch zum Beispiel ist sicherlich nicht der Stärkste. To fit in, hineinpassen. Ja, und so sind alle Menschen von der Würde her gleich. Das ist unser Credo, unsere Überzeugung in der Bundesrepublik. Das ist unsere Geschäftsordnung. Grundgelegt ist diese Behauptung in den heiligen Schriften der Juden, Christen und Muslime. Alle Menschen sind Adam. Was bedeutet das Wort Adam übersetzt? Das ist ein hebräisches Wort. Korrekt. Adam, der Mensch, genommen von der Erde Adama. Wörtlich übersetzt Adam, der Erdling.
Ja, das sind die alten Geschichten. Adam, ein Erdling zu 100% Materie, hat auch ein bisschen Geist im Kopf, in der Birne. Und deshalb spielt er sich später auf, macht einen auf dick, will der Größte sein. Das zeigt sich irgendwie überall auf der Erde. Wer kann den größten Turm bauen? Wer hat den größten? So könnte man das zusammenfassen. Wie hieß dieser große Turm, von dem schon in der Bibel berichtet wird? Turmbau zu Babel. Korrekt, korrekt. Wie gesagt, überall ist es das Gleiche. Wer hat den größten Turm? So auch die Menschen im Mittelalter, als Kirchen gebaut wurden, Kathedralen mit hohen Türmen. Hier sieht man die Kölner Kathedrale und die Menschen hatten sich übernommen. Sie konnten die Kirche nicht fertig bauen. Insbesondere die beiden Türme wurden nicht fertig. Über Jahrhunderte stand dieser Baukran auf dem einen Turm. Im 16. Jahrhundert wurde der Bau beendet. Wann begannen die Kölner mit dem Bau ihrer Kathedrale? Übrigens extra gebaut für die heiligen drei Könige, deren Gebeine nach Köln gekommen waren. Ja, im 13. Jahrhundert wurde begonnen mit dem Bau der gotischen Kathedrale. Countdown, noch drei Fragen. Wer hat im 16. Jahrhundert die Reformation ins Rollen gebracht? Ein Aspekt, weswegen die Kölner ihre Kathedrale nicht weiterbauten. Sie hatten anderes im Kopf. Es gab andere Probleme, neuzeitliche Probleme. Wer hat die Reformation seit etwa 1517 ins Rollen gebracht? Martin Luther. Ja, das stimmt. Und von Martin Luther kommen wir dann wieder nach Hause nach Neuwied. Denn auch die Fürsten zu Wied nahmen die Reformation an, wurden evangelisch und gründeten nach dem 30-jährigen Krieg ihre neue Stadt, weil sie eben auch am Fluss am Rhein siedeln wollten. Wann wurde dieses neue Wied gegründet? In welchem Jahrhundert? Yeah, Applaus! Im 17. Jahrhundert, 1653. Es wurde die Stadt der Religionsfreiheit. Menschen, die anderswo verfolgt wurden aus Glaubensgründen, durften in Neuwied innerhalb der Stadtmauern ihre Religion praktizieren. Und damit konnten die Fürsten zu Wied interessante Leute anwerben, die kamen. Unter anderem den vielleicht allerberühmtesten Mann, den Neuwied hervorgebracht hat. Wie heißt er schnell nochmal? Korrekt, David Röntgen, der Namensgeber unserer Schule. Also, David Röntgen. Und damit sind wir mit unserem Spiel am Ende. Und ihr habt, genauso wie ich, hoffentlich etwas gelernt. Vielen Dank.